So, jetzt grüße ich Gentlemen und herzlich willkommen hier zurück zu Penumbra. Oh wow, oh wow. Was? Hier unten könnte was weiß ich leben. Heldentaten sind nur etwas für Hollywoodstars und Märchenerzähler. Ich riskiere doch nicht mein Leben. Sollte ich unten auf irgendwas treffen, dann werde ich meinen Kampf keine Sekunde überstehen. Vorsicht und heimliches Schleichen sind meine... Vorsicht und heimliches Schleichen sind meine beiden einzigen Trümpfe, die ich in der Hand habe. Hand halte! Falls irgendjemand oder irgendwas auf mich aufmerksam wird, sollte ich mich wohl besser verstecken und abwarten, bis Luft wieder rein ist. Kriechen ermöglicht mir, mich gut in den Schatten verborgen zu halten, an dem blauen Schimmer, der mein Gesichtsfeld erhellt, erkenne ich, dass ich nicht gesehen werde. Ach so, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Glaube ich. Dass ich nicht ver... Außerdem darf ich keine Geräusche machen und sollte wohl besser hier... Ja, super, toll, oh mein Gott, aus! Am besten halte ich einfach still. Okay, okay. Ich würde gerne... ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wann hört denn das auf hier? Mein Gott! Oh. Okay. Ach so, ne? Wisst ihr jetzt was Schlimmes? Und zwar wurde ich bei Outlast, ja, dem Spiel davor, ey, ja, ist okay, mein Gott, eine dumme, verdammte Kiste. Ah, blauer Schimmer, sehr schön. Was? War da was? Oh mein Gott. Ich wurde bei Outlast darauf hingewiesen, ne? Von einer... Dame, Office, Workshop, alles klar. Ach, hier sind wir gerade, alles klar, okay, ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt. mir ist aufgefallen, oder YouTube ist aufgefallen, was ich natürlich machen kann, ja, was ist eigentlich euer, meine Maus, irgendwann ist meine Maus, so. Optionen, Grafik, Gamma, oh mein Gott, okay, das ist zu übertrieben. Sag mal, werde ich jetzt hier wahnsinnig oder was? Meine beknackte Maus. Okay, ich weiß nicht, also, mir wurde darauf hingewiesen, ich sag's jetzt zum tausendsten Mal, dass, obwohl ich halt was im Dunkeln sehe, dass es für euch nicht sichtbar ist. Also ich sehe halt Sachen, die ihr eigentlich gar nicht seht. Obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Oh mein Gott, das ist zu... Das ist einfach zu krank. Was ist los? Ich werde hier niemals zurückfinden. Was auch immer das ist. Oh, okay. Oh, ja, das war leise. Ich glaube, nee, ich glaube, das hat keinen Sinn. Weil jetzt kann ich so ziemlich alles sehen. Hier so. Ja. Oh mein Gott, jetzt sehe ich ja schon wieder fast gar nichts. Oh mein Gott. Oh, das war ein verdammter Luxus gerade. Oh shit. Ja, Tommy, soll ich da reingehen? Ach so. Ich verstehe dieses Spiel noch nicht so ganz. Wow, ich kann da reingehen? Wow. Licht! Und es tropft. Okay, ist egal. Okay, Leuchtsignal ist... Ich brauche einen Schlüssel? Oh, super, toll. Ja, geil. Kann man hier wieder... Ah, ja, sehr schön. Ja, das kann man... eine Seife. Ein Fleisch. Ich will jetzt nicht wissen, warum ich Fleisch brauche. Kann man aufklären. Riecht zum Anbeißen... Ach so, für mich! Ach nee, doch. Hä? Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? So viel Geschichte steckt in diesem Ort. Okay. Baxtrin. Kommandozentrale, wöchentlicher Bericht. Eine weitere unbemerkenswerte Woche in Grönland. Natürlich, Woche. Reguläre Schiffslieferungen mit Vorräten erhalten.
Standardmäßige Notfallübungen durchgeführt. Routineüberprüfung des Rollfeldes abgeschlossen. Aufgrund erhöhten Schneefalls habe ich die Wartungsmannschaft dazu aufgefordert, die Überprüfung künftig zweimal pro Woche durchzuführen. Ein Verletzter. Verletzte Soldat soll der Zentrale 9 und kein Kopfzerbrechen bereiten. Während die Deutschen ihre Frontlinie um knapp 400 Meilen vorverlegt haben, fertigten zwei meiner Männer in unserer Werkstatt Sprengsätze an und sprengten sich dabei einige Finger weg. Okay. Für diesen Vorfall übernehme ich eine Teilverantwortung. Ich hätte Ihnen keinen Zugang zu der betreffenden Fachliteratur gewähren sollen, die wir in unserem Lagerraum aufbewahren und in der Herstellung von Sprengsätzen beschrieben wird. Als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nun das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro sicher verschlossen und trage den Schlüssel immer bei mir. Oh, ich darf den Schlüssel finden. Und ich brauche für irgendwas diese Sprengladung. Unnötig zu erwähnen, dass meine Männer ein Disziplinarverfahren erwartet. Der verletzte Soldat wurde mittlerweile für eine weitere medizinische Behandlung nach Hause geschickt. Ich kann mir nicht helfen, aber eine sinnvolle Bestrafung wäre gewesen, ihn weiterhin hier in der Einöde zu behalten. Diese Einrichtung hier ist derart abgelegen. Ich schätze, der Krieg könnte enden und wir würden es nicht einmal erfahren. Bestellanforderungen. Dynamit für weitere Ausgrabungen. 7 Bajonette. In meinen Augen nicht notwendig, aber die Vorschriften besagen, immer einen vollständigen Satz in Reserve zu haben. Einen Eispickel, um das verdammte Eis zu entfernen, das sich ständig an der äußeren Luke bildet. Richtig. Eine Lesebrille Kategorie 7C. Dieses wird die eigene Verwendung bestimmen. Meine Brille ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden. Die Instandsetzung der Mine schreitet gut voran. Das Tragwerk wird derzeit weiter abgesichert, um vor potenzieller Beschädigung durch Bombardement geschützt zu sein. Die Freilegung der Wieso kann ich nicht lesen? Bin ich so doof? Der eingestürzten Bereiche dieser Mine wird ebenfalls fortgesetzt. Wir machen hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt. Oh. Ach, super. Hier wird zum Aliens gehen, das im Erdreich verborgen war und von einem unserer Arbeiter entdeckt wurde. Ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wirkt von Menschenhand geschaffen und könnte dem Geräusch noch zu urteilen im Inneren bewegliche Teile enthalten. Ich werde die Frontabdeckung entfernen und überprüfen, wodurch dieser Lichtschein hervorgerufen wird und aus dem Artefakt dringt. Unteroffizier M. Major. Alles klar. Und was zur Teufel? Das sieht aus wie beim Niger, das. Oh ja, das ist es. Das ist genau das. Ein Mann. Ein alter Mann, der etwas Unkenntliches in den Händen hält. Er wirkt fremdartig und doch ist er kein Fremder. Obwohl ich ihn nie zuvor gesehen habe, so weiß ich doch, dass dies Howard ist. Mein Vater? Ach, was zur Hölle, was gerade passiert? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, sowas. 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 Kann ich da aufmachen? Wow, ich kann auch... Batterien! Hervorragend! Okay. Uppala. Okay, Gut, schön. Kopenhagen-Post. Montag. Natürliche Psychopharmaka in der Todesmine. Forscher der Universität von Kopenhagen haben Vermutungen geäußert, dass bewusstseinsveränderte Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine in Grönland sein könnten. Lass mich raten, und ich befinde mich gerade da. Yes, Meilenstein! Die Universität, welche sich kürzlich durch eine Reihe revolutionärer auszeichnete, zeigte sein erstes Interesse an den Arbeitern der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Stein des Anschlusses war die auffällige hohe Selbstmordrate in der grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre, die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner verläuft. Vergleichen mit Durchschnittswert von 29 Selbstmorde pro 100.000 Einwohnern scheint dies alarmierend. Experten diagnostizierten bei vielen der Minenarbeiter paranoide Schizophrenie im Frühstadium, die in den Felsen abgelagerten Lysergsäure, oh mein Gott, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnlich Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern. Einige der Befragten hatten jedoch ihre eigene Erklärung parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Tumgait bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Oh wow. Die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet. Oh wow. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Kleiner Schlüssel. Bitte. 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 Na du, Scheißheck. Halleluja. Das große Buch der Sprengstoffe. Oh wow. Okay, boah. Ernsthaft?
Dynamit zur Herstellung werden benötigt von Alfred Nobel. Ja gut, ich meine, das das große Buch der Sprengstoffe, Dynamit. Ja, wenn wir mal was brauchen, dann greifen wir drauf zurück. Ich meine, ich habe jetzt jede Seite aufgeschlagen. Wen interessiert, der kann ja mal durchblättern. Und kann mir sagen, ob ich was Wichtiges verpasst habe. Oh, was ist das denn Cooles? Schmerzmittel? Oh, sehr cool. Das brauche ich mal. Oh mein Gott. Und das sieht schon wieder nach einem Dörfleisch aus. Hervorragend. Sehr gut. Kann ich da drauf tippen? Nö. Hey, cool. Okay, gut. Ja, gut, das war's dann. Oh, ich finde es irgendwie gar nicht cool. Ich bin immer noch der Meinung, dass da irgendwelche... Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was in drei Teufelsnamen war das? Ich kann es nicht sehen. Ich sehe nur... Oh mein Gott! Herr im Himmel, nie in meinem Leben hätte ich eine solche Angst. Nein, kann ich bestätigen. Ich kann jetzt noch mein Herz... Okay, das nicht. Sollte sich mir etwas auf meine Schritte nähern, so muss ich mich dazu wegzuschauen. Andernfalls gerate ich in Panik. Oh shit. Und ich habe es nicht zu Ende lesen. Oh shit, was? Ich muss wegschauen. Oh mein Gott. Haha, ich bin hier voll gesaved. Kann ich schmeißen, ne? Yes, safe. Safe. Hallo? Hund? Katze? Maus? Es ist weg. Oh nein. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie... Habe ich ja echt gerade schon wieder aussehen gesagt. Oh mein Gott, ey, wenn es auf einmal hinter mir ist und sich durch Wände glitscht, dann ist da was. Oh wow. Ich habe hier nicht irgendwie so eine Gesundheit. Ah, Gesundheit. Okay, ha, gut. Zum Glück ist das eine Gesundheit. Gesundheit! Oh nein. Ich bin so safe. Es hat mich angeschaut. Ich bin cool. Ach, ich guck mal hier kurz aus meinem Inventar nach. Oh mein Gott. Dieser Hammer sieht wie so was. Oh, es geht. Es funktioniert tatsächlich. Oh mein Gott, das ist ziemlich cool. Nein. Einfach nein. Es gibt ein Nein. Gut. Scheiße. Ich will mich nicht umdrehen. Okay, puh. Krasses Ding. Schaut aus wie irgend so ein Höllenhund. Ja. Knurrt auch wie einer. Okay. Gut. Ja, gut, wir machen die ganze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Penumbra im Halbschatten mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi.